Panel Nummer 3 heißt Charging Energy. Und also offensichtlich ein Thema, was so ein bisschen auf Therapiestunde auch abzielt. Wir sprechen heute über Charging Energy, also übers Aufladen. So, ich spreche dazu mit Moses Joseph, einem DJ und Produzenten aus Offenbach. Da auch schon mal sehr guter Link hier gleich. Und um da einsteigen zu können, Joe hast du gesagt? Joe sage ich. Erstmal danke, dass du hier mitmachst und kannst du dich vielleicht einfach erstmal so ein bisschen vorstellen, was ist denn so dein Alltag? Ich habe ja jetzt gerade einen Alltag skizziert, ich glaube, so schlimm wird es nicht jeden Tag bei dir sein, aber was machst du, was verbindet dich mit Musik, was könnte man über dich wissen? In welchem Jahr soll ich denn anfangen? Jetzt aktuell oder noch weiter ausholen? Ach, du machst ja auch schon länger, bist du im Musikbetrieb tätig, also wie ging es so los, würde ich schon noch mitnehmen. Also. Du stoppst nicht einfach, ich fange mal früh an und du stoppst nicht, wenn ich zu viel komme. Ich bin mir nicht sicher, was du jetzt alles erzählen wirst. Also ich war 12. genau, also mein Background ist so ein bisschen aus dem Tanz, ich komme eigentlich ursprünglich so mehr aus dem Hip-Hop, habe knapp 20 Jahre Breakdance gemacht. Plattenspiele kamen dann irgendwann 2010 ungefähr. Das hat aber dann noch eine Weile gedauert, bis es so richtig losging mit dem Auflegen. Das war 2016, 2017, so dass ich gemerkt habe, okay, das interessiert mich jetzt irgendwie ein bisschen mehr. Dazu kam eine Knieverletzung, die mich gezwungen hat, aufzuhören erstmal mit dem Tanzen. Und genau, das heißt, so 2017 ging es so los, wo ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich richtig Bock auf Auflegen und das irgendwie will das richtig lernen. Ich veranstalte Partys seit 2010. Genau, produzieren ging so vor 5 Jahren ungefähr los. Ich habe aber tatsächlich auch bisher noch nichts released. Also denke jedes Jahr, oh, dieses Jahr wird es richtig geil, da geht's los. es gibt immer noch keine Platte. Genau, hoffentlich bald. Und genau, bin jetzt seit 2020 quasi komplett selbstständig, hauptberuflich DJ. Irgendwie, ich weiß manchmal selbst nicht, wie das immer so klappt, aber genau. Ja, aber dann wollen wir mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Du bist ja ein umtriebiger Typ, das haben wir ja schon raushören können. Wo besteht denn bei dir die Gefahr, dass du so an deine eigenen Grenzen stößt? Also, ich arbeite persönlich sehr, sehr gern und neige oft dazu, auch dann zu viel zu arbeiten. Das heißt, eigentlich, also ich meine, du hast das jetzt am Anfang im Intro, war das so sehr, oder ich würde jetzt mal sagen, es war so ein bisschen überspitzt, ne, dieses, was da alles so zusammenkommt. Aber ein Stückchen Wahrheit ist da natürlich schon dran. Und gerade wenn man dann selbstständig ist und irgendwie auch Dinge bezahlen muss, einfach faktisch, hat man natürlich schon irgendwie immer so dieses, oh mein Gott, ich muss was machen, sonst passiert nichts irgendwie. Mhm. Und wenn dann mal, je nachdem, dann kommt auf einmal kommt ganz viel, dann ist so, oh mein Gott, eigentlich gerade vielleicht ein bisschen zu viel, aber muss ich jetzt irgendwie stemmen, damit das dann auch wieder so in Balance kommt. Und wenn dann zu wenig da ist, dann kommt halt die Angst, dann kommt Anxiety, Zungenangst, mach, also ist das hier richtig oder keine Ahnung, muss ich mir doch wieder zu meinem alten Job zurück oder so. Ne? Also es gibt eigentlich immer diese zwei Faktoren und da die Balance zu halten, ist jetzt für mich persönlich nicht so easy und ist in der Vergangenheit auch schon so schief gegangen. Also so 2016 ungefähr auch, kurz bevor ich mich entschieden habe, so meinen Fokus mal auf gewisse Dinge zu legen. Ich bin damals dann zum Arzt, aber das war, denke ich, würde man das so eine Art Burnout bezeichnen, genau. Ich habe halt jetzt eher so ein Warnsystem, was mir viel früher sagt, so ey, stopp mal, komm, 20 Uhr, Feierabend irgendwie. So, das klappt auch nicht immer, aber ja, meine Freundin ist ja auch da die, sorry. Ja, ja. Anyway. Genau, du kannst dreimal blinzeln, wenn alles gar nicht stimmt. Ja, genau. Du erzählst mir was Lustiges, ich weiß, ich finde es lustig, aber merk nichts davon. Und das, genau, das ging so eine Woche, das war so ziemlich beängstigend für mich erstmal. Und dann einfach hat sich das ganz lange gezogen, dass ich einfach körperlich nicht mehr so bei Kräften war. Ne? Dass ich mich einfach platt gefühlt habe.
Und das war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich habe damals sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs auch gehabt. Und jetzt, okay, tanzen, unterrichten, kann ich aufhören. Irgendwie die und die Partyreihe ist eigentlich auch nicht für mein Herz. Komm, höre ich jetzt auch auf. Dann kam erst mal Zukunftsängste. Also zum Thema mentale Gesundheit, genau. Dann ging erst mal so richtig Anxiety, so wie ich es bis dato auch noch nicht selbst erfahren hatte. Irgendwie. Ja. Konntest du da irgendwie eine Unterstützung vom Staat überhaupt kriegen, finanziell, wenn man sich ja gerade erst selbstständig gemacht hat, dann war es ja gar nicht so leicht, weil es wurde ja oft das Gehalt bemessen oder das Geld, was man das Jahr vorher eingenommen hat, das hattest du ja dann auch gar nicht. Ja, könnte ich auch eine lustige Anekdote zu erzählen, das lasse ich jetzt mal, weil es nämlich auch gerade wieder Thema ist, die Neustarthilfe etc. Genau, es gab Gott sei Dank in dem Jahr natürlich jede Menge Kulturförderung in unterschiedlichen Formaten. Und das hat mich so ein bisschen gerettet. Mhm. Kaffee ist bis dahin auch noch da geblieben. Das heißt, ich habe noch ein bisschen als Barista arbeiten können. Mhm. Genau. Und hatte noch ein bisschen gespart. Ich habe mich halt in diesen 3 Jahren so drauf vorbereitet auch irgendwie. Mein Leben ein bisschen umgestellt, ein bisschen was Gespartes gehabt. Das ging dann noch so ein paar Monate irgendwie ganz gut, aber halt allein die Frage, dann nicht zu wissen, wie es eigentlich weitergeht, das war dann noch mal viel schlimmer. Und genau, und da hat mich eigentlich da so in dem Jahr erstmal so eine leichte Depression und Anxiety erstmal so richtig erwischt. Und wie war dein Umfeld da? Ist das was man dann lieber mit sich selber ausmachen möchte? Ah, es ist alles so schwierig, es klappt nicht. Oder konntest du dich da irgendwie deinem Freundeskreis öffnen? Wie war das so? Das war damals auch noch ganz anders als heute. Also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber jetzt ist nochmal wirklich der richtige Zeitpunkt, sie zu erwähnen. Also, meine Freundin war für mich da. Das hat mir auf jeden Fall sau viel geholfen und mir nochmal einen ganz anderen Halt gegeben. Ich war erstmal komplett umgehauen. War aber im Nachhinein auch sehr, sehr gut, weil man sich dann halt gewisse Fragen selbst erstmal stellen muss. Und nicht nur irgendwie sich mit irgendwelchen Sachen identifiziert oder nach außen präsentiert, weil ich jetzt die Person bin, die das und das macht. So, deswegen tat mir das auch im Endeffekt sehr, sehr gut. Dass selbst wenn, keine Ahnung, es könnte heute irgendwas passieren und ich kann morgen nicht mehr auflegen, was natürlich in irgendeiner Form mit Sicherheit schrecklich für mich wäre, weil ich den Kram so lieb. Aber ich weiß, ich würde höchstwahrscheinlich anders damit umgehen als damals, weil ich jetzt nicht darauf angewiesen bin, DJ zu sein oder irgendwas, um meinen Selbstwert zu erkennen oder so. Und ich danke dir wirklich für deine Offenheit. Es war ein ganz tolles Gespräch und danke euch, dass du so gut dabei warst. Dankeschön.